Hallo, wir haben die letzten zwei Videos über Fässer gemacht, die Unterschiede von der Bauform, von Größen, von Verarbeitung. Wir haben hier mal einen Blick ins Innere von einem Fass vorbereitet, um mal den Unterschied noch zu zeigen zwischen einem Toasting und einem Charring. Die drei hier auf der Seite sind getoastet, die sind gecharrt. Man sieht hier bei dem, das hier ist eine Medium-Daube, man sieht, es ist leicht angetoastet, sagen wir. Im Vergleich dazu, die Farbe wäre original, wenn das Holz unbehandelt ist. Man sieht es hier, es ist leicht braun. Genau, nebendran liegt ein Medium Plus, etwas dunkler, nicht wirklich viel. In der Aromatik macht es aber sehr viel aus. Hier neben kommen wir auf ein Heavy getoastetes. Toasting gerade stärker. Es gibt noch mehr Toastings als jetzt, die drei sind aber im Weinbereich sind die Standard-Toastings und das, was am meisten benutzt wird. Unterschied von Toasting zum Charring ist, dass der Trommelkörper wird über offenes Feuer gestellt und das Fass wird dann von innen angetoastet und brennt. Also es brennt eine offene Flamme da drin. Ja. Wenn wir hier rüber gehen, kommen wir zum Charring. Man sieht, es ist von der Grundstufe her ist es schon viel, viel dunkler als beim Getoasteten. Also selbst wenn wir hier diesen Char 1, was die leichteste Charring-Stufe ist, mit einem Heavy Getoasteten vergleichen, sieht man, dass das Charring weitaus dunkler ist. Genau, das hier wären Char 1, gibt 4 Charring-Stufen, also Char 1 bis 4. Zum Char 4 sagt man auch den Crocodile Char. Hier ist so ein 2 oder 3 und das hier wäre 4. Deswegen auch der Name Crocodile Char, weil es aussieht wie so eine Krokodilshaut. Beim Charring geht es weniger darum, um Aromen freizusetzen, sondern der Ursprungsgedanke davon war, möglichst viel freie Kohle zu produzieren, um einen Filtrationseffekt von Fuselalkoholen zu haben. Der Unterschied im Produktionsprozess ist der Trommelkörper wird auch aufgestellt, wird komplett mit Gas gefüllt und das Gas wird entzündet, also man führt eine Explosion herbei und verbrennt das Innere vom Fass.